Das Immunsystem. Das ist Anna. Sie hat die letzten Tage mit ihrer Freundin draußen gespielt und jetzt sind beide krank. Ihre Freundin hat sie mit einem Virus angesteckt. Anna fragt sich, was jetzt in ihrem Körper passiert und wie er wieder gesund wird. Stellen wir uns vor, das ist ihr Immunsystem. Die Viren befallen ihre Körperzellen und die Antigene des Virus werden dabei in die Oberfläche der Zelle eingebaut. Die Fresszellen erkennen den Fremdkörper und bauen den Virus ab. Sie bauen die Antigene des Virus in ihre Oberfläche ein. Auf diese Weise informieren die Fresszellen die T-Helferzellen über den Virus. Trifft eine T-Helferzelle mit einem passenden Rezeptor auf das Antigen der Fresszelle, wird die T-Helferzelle aktiviert. Die T-Helferzellen aktivieren dann die T-Killerzellen. Und die B-Zellen und informieren sie über den Virus. Die aktivierten T-Killerzellen machen sich dann auf den Weg, die infizierten Körperzellen zu vernichten. Die B-Zellen teilen sich währenddessen und wandeln sich zu Plasmazellen um, um auf die Viren passende Antikörper herzustellen. Diese Antikörper binden sich anhand des Schlüssel-Schloss-Prinzips an die Antigene, um sie zu verklumpen und somit bewegungsunfähig zu machen. In dieser Form kann die Fresszelle den Erreger in seinem Ganzen abbauen und vernichten. Teilmengen der T-Killer-, B- und T-Helferzellen wandeln sich zu Gedächtniszellen um, um auf ein erneutes Aufkommen der Viren besser vorbereitet zu sein und es schneller abzuwehren. Jetzt sind Anna und ihre Körperzellen wieder gesund. Greift der gleiche Virus sie jetzt also nochmal an, kann er schneller bekämpft und abgebaut werden.